wunderschönen guten Tag, Leute. So, wir sind wieder back. Das nächste Video steht an. Was wir heute dann verraten in Kürz. Jetzt fahren wir Richtung Kremsmünster zu Outfit, Tag der offenen Tür. Treffen da einen Fabi, die Rahel, einen Thomas. Da freue ich mich schon richtig drauf, das ganze Team. Und danach gibt es noch ein Training mit dem IFBB-Bro Fabi, der erfolgreichste österreichische Bodybuilder momentan in der Classic Physik. Zweimal Top 10 Platzierung bei der Olympia. Hab schon mega Bock drauf. Fabi, wir kommen, sei bereit, machen wir ein geiles Training. So, wir sind gerade in Kremsmünster, sind gleich da, auf dem Weg zu Outfit. Tag der offenen Tür zum Fabi, der Rahel und zum Thomas. Schauen wir mal, was für Produktpalette die für uns haben und was für die Angebote, da werden wir jetzt mal einkaufen. Danach fahren wir mit dem Fabi noch ins Training. Ich bin 3 weeks out zu Diana Classics Europe in Madrid. Schauen wir mal, was er sagt. Ich werde gescheit Gas geben, er hoffentlich natürlich auch. Werde mich gescheit pushen. Und dann schauen wir mal, wer der Tag heute so wird. Ich hoffe, es bleibt dabei und schaut euch das ganze Spektakel an. So Leute, jetzt sind wir angekommen in Kremsmünster bei Outfit. Jetzt schauen wir mal rein, es sind ein Haufen Leute da. Kommt's mit. Stehen wir da, den Gründer von Outfit, mit Meier Fabi, IFBB Bro. Danke schön, dass du dabei hast für mich. Ja, danke, dass du da bist. Freut mich. Ich würde sagen, jetzt schauen wir mal in den Shop. Der Fabi zeigt uns mal, was er so da hat. Es passt genau auf, dass wir was einkaufen können bei ihm. Und dann geht's weiter. Dankeschön. Also vorweg einmal, glaube ich, Outfit kennt man mittlerweile in Österreich. Also ich glaube, viele kennen es. Wir sind jetzt seit 2,5 Jahren am Start. Wir sind eigentlich in der Corona-Phase gestartet, kann man sagen. Haben diese Zeit aber gut genutzt, haben sie gut auf die Füße gestellt, sind mittlerweile, glaube ich, in Österreich angekommen. Mhm. Und wir stehen da mit Outfit, ganz klar, wie der Name sagt, definitiv zu 100% für Österreich. Wir beliefern nur Österreich. Das macht uns aber auch so gut in dem, was wir machen. Wir sind verdammt schnell. Du weißt das, ein Packerl hast du bei uns vor 1 bis 3 Werktagen. Und ich glaube, das ist, wenn man sich das anschaut, ungeschlagen. Und zudem muss ich sagen, haben wir gerade im deutschsprachigen Markt wahrscheinlich die angesagtesten, besten und auch von der Qualität hochwertigsten Subs, die man zu kriegen kann. Man sieht es, wenn man da ein bisschen durchschaut jetzt, also was gleich mal ganz groß ins Auge sticht, wir haben ESN und wir sind dort der Exklusivpartner für Österreich. Das heißt, alles, was ihr bei ESN kriegt, kriegt ihr auch bei uns und wahrscheinlich in ganz Österreich nur bei uns. Gleiches ist es auch mit Moor, aber wir schauen natürlich auch, dass wir uns breiter aufstellen und dementsprechend arbeitet man natürlich auch schon eigene Produkte dran. Da kommt jetzt auch nach und nach immer was, ist natürlich was, was die größte Herzensangelegenheit ist, das sage ich jetzt ganz ehrlich. Und so wie es heute ist, haben wir einen Tag der offenen Tür gehabt, das ist uns extrem wichtig. Wir sind sehr kundennah, das ist uns wichtig, dafür stehe ich, dafür stehen wir alle in diesem Team. Es ist irgendwie, das soll jetzt nicht blöd klingen, aber irgendwie so hier, ich möchte der österreichische Bodybuilding-Profi sein, der zum Anfassen ist, der da ist. Das bist du. Dankeschön, mit dem man quatschen kann, gemütlich, ohne Stress, der einfach ganz normal ist. Und genau das sind wir mit Outfit. Wir sind normal, wir sind für die Leute in Österreich da, wir sind aber auch cool, wir sind gut und wir haben halt einen verdammt guten Kundenservice. Und da müssen wir einfach mal zum Thomas rüberschwenken, weil der
der Narrische ist dafür verantwortlich, dass wir wirklich so viele gute Reviews haben, so viele gute Google-Bewertungen haben. Und der ist halt auch dafür da, dass wenn einmal was nicht passt, dass wir es passend machen. Also da, da schmeiß ich jetzt gleich was ein. Bei mir ist es einmal so gewesen, dass der Paketservice das Paketl nicht geliefert hat. Ich habe Outfit geschrieben, da war ich persönlich noch gar nicht da. Der Thomas, glaube ich, hat innerhalb von, weiß ich nicht, kürzester Zeit sich bei mir gemeldet, hat das geregelt, das Paketl habe ich wieder gehabt. Also Versandzeiten von 2 bis 3 Tagen ist normal bei einer. Also super Service, wie er schon sagt. Und auch wenn man sieht, ich bin jetzt das dritte Mal bei Takt offenen Tür da, es sind immer die Leute da, der Fabi nimmt sich die Zeit als Profi, die schätzen die Leute natürlich sehr, die was Bodybuilding oder auch generell das Ganze verfolgen, sage ich mal. Und das macht es halt auch aus. Und wie er schon sagt, die Produktpalette ist wahnsinnig gut mit ESN, Big Zone, More Nutrition und auch mit Classy Way, was sie eben haben. Also zum Beispiel meine Freundin, die Jenny, die ist Milchreis-Zimt, also unschlagbar, für mich das beste Way auch. Also echt gut, auch die Dosierungen bei einigen Supplementen sind super, muss man auch noch dazu sagen. Ja, ich würde sagen, jetzt schauen wir noch einmal so kurz durch. Schaut es mir aus in der Diät, jetzt, was hat noch Bestand? Ha, Bestand? Ja, auf der rechten Seite ist leider nicht mehr. Das ist geflogen mittlerweile. Das, wenn in der Diät reinpassen würde, dann war ich wahrscheinlich mein ganzes Leben auf Diät. Ist aber bei mir dafür wieder drinnen. Bei mir ist jetzt alles ein bisschen entspannter. Also ich habe jetzt vor 3 Monaten meine Wettkampfvorbereitung, kann man so sagen, abgebrochen. Mhm. Wir kriegen Nachwuchs, ich werde Papa, wir werden eine Familie und ich glaube, das ist durchaus ein schöner Grund, jetzt einmal ein bisschen im Fokus zu öffnen und ein bisschen mehr vom Leben zu sehen und vor allem da zu sein in dieser Zeit. Also Riegel sind bei mir wieder mit dabei. Ja. Und auf jeden Fall besser, weil wenn ihr auf Nacht noch eine Tafel Schokolade reinhaut, könnt ihr ruhig mal 1-2 Riegel zwischenschirmen. Ja. Auch 14 Gramm Protein pro Riegel, das kann man schon mal einbauen. Also schlagt es mal zu, probiert es mal durch. Also ich weiß keinen einzigen, der was von der anderen nicht gut ist. Und man muss jetzt halt einmal ganz ehrlich die Kirche im Dorf lassen, gell? Wir sind Wettkampf-Bodybuilder. Ja. Das ist halt schon nochmal ein Unterschied zu einem klassischen Fitnesssportler, der halt gern trainieren geht, der gut ausschauen will. Alter, da brauchst du doch nicht auf einen Riegel verzichten. Im Endeffekt geht es darum, dass man die Ernährung natürlich einigermaßen im Griff hat, aber so ein Riegel ist wo immer erlaubt, sage ich mal. Und schau mal, was siehst du eigentlich rutscht bei den Leuten, wenn jetzt am Abend auf dem Fernseher, gell? Also von dem her, wie du so sagst. Weil es ist im Grunde funktioniert schon sehr gut, wenn man nur die Basics einhält und das ist Kalorien plus zum Zunehmen. Weniger essen, was der Körper verbraucht, wenn ich abnehmen will und wenn da auch 2 so Riegel dabei sind, das kann ich. Und du musst halt auch dazu sagen, auch bei uns in der Off-Season fliegt einmal ein Riegel rein. Ja, und wenn du natürlich ein Lifestyle-Athlet bist oder gerne ins Fitnessstudio gehst und dich bewusst ernährst, dann sollte man ja das über Jahre bzw. am besten sein Leben lang machen. Mhm. Und wenn man natürlich das ganze Leben dann immer oder das ganze Jahr auf Sachen Abstriche macht, hat halt nicht auch jeder die Disziplin und das ist auch ganz verständlich dazu. Deswegen baut sich was ein, was nicht gut tut, dann wäre das Gemüt auch besser und dann lasst sich das alles aushalten. Und lieber 70% machen. Ja, das für lange Zeit. Für lange Zeit, als wir 100 für 4 Monate und dann wieder komplett bam. Genau. Ja. Ansonsten, was haben wir noch Fesches da? Flav & Tasty, sind die noch laut bei dir? Flav & Tasty geht noch ab und zu. Jetzt ganz Ende Diät werden wir die jetzt auch streichen anfangen ab nächster Woche. Aber zum Beispiel da jetzt halt einmal ein Cinnamon Cereal, Flav & Tasty. Ist ein bisschen Süßstoff natürlich hin, aber fast keine Kalorien. Da braucht man 3 Gramm. Du jetzt sie zum Beispiel ins Kühe oder Magertupfen dazu, Haferflocken, Obst dazu, vielleicht ein bisschen Nussmus, vollwertige Mahlzeit anlegt. Jeder weiß, wie Magertupfen normal schmeckt über Dauer. So schmeckt es einfach, wie wenn du ein Joghurt essen würdest. Also lasst sie voll einhalten, finde ich. Super Produkt. Das ist sowas. Schon was Feines, gell? Ja, also wenn man jetzt denkt, wie die Diät vor 30 Jahren gestalten haben müssen, wenn man das jetzt bei uns machen kann, auch als Wettkampfathlet bis fast zum Ende oder auch oft auch bis zum Ende, wenn man es von der Verdauung her schafft, ja, das ist 190, gell? Also. Ganz ehrlich, wenn wir jetzt reden vor 30 Jahren, so lange ist ja das noch gar nicht. Ich denke mir, ich bin jetzt 33, ich habe mit dem Trainieren angefangen, da war ich 15. Meine ersten Jahre der Ernährung, die waren halt ein bisschen anders. Das war... Da hat man noch viel mehr, habe ich damals schauen müssen, als finanziell als 15-Jähriger, der natürlich in der Schule war, nebenbei über die Ferien ein bisschen beim Maschinenring gearbeitet hat, ein wenig auf der Baustelle war und so. Da hast du halt natürlich geschaut, ja, und das hat einmal sehr können, 4, 6, 8 Backerl topfen. Hey, Alter, da, am Tag natürlich. Ja. Hey, Alter, da hätte ich mich gefreut über Flaventeste. Das war halt immer 2 Backerl topfen mit einem Shaker, Wasser dazu schütteln und gehen wir runter. Und nach dem Fortgehen 3 in der Früh dasselbe. Und dann hat es maximal dann einmal einen Süßstofftropfen gegeben, was mir eigentlich nie geschmeckt hat. Und wie gesagt, meine Mahlzeiten mit denen, also ich bräuchte gar nichts anderes. Das Kuster, schaut es mir an, da gibt es
10 verschiedene Geschmacksrichtungen. Da ist für jeden was dabei, von fruchtig über Karamell, über Kokos, über Fancy, über normal Schoko. Also, ja. Das ist so was Feines für mich wie Riegel, ganz ehrlich. Ja. Braucht keiner, aber lass dich extrem lang durchhalten, weil es da Spaß reinbringt. Schotter nicht, hilft dir eher in dem, dass du eine gute, langhaltige, nachhaltige Routine entwickeln kannst. Oder fangen wir anders an. Was ist denn bei dir in der Diät wichtig jetzt? Also, bei mir ist in der Diät wichtig, dass ich meine Eiweißoptik, ja, dass ich was für die Verdauung tue, für die Organe etwas vorsorge, Muskelschutz, beziehungsweise Knorpel, Gelenke, Kollagen zum Beispiel, Vitamin C, dass man nicht krank wird, Zink fürs Hauptbild zum Beispiel, nur dazu regenerative Prozesse an Corvin, also so Sachen, gell? Also ja. Komplexe Kohlenhydrate fürs Training ist jetzt schon fachspezifisch wieder so jetzt für Wettkampf-Diät, aber ja, so Sachen sind jetzt halt noch möglich. Gell? Und im Grunde, das kriegt man alles bei uns. Also egal, ob du jetzt Wettkampfsportler bist, ob du kompletter Neuensteiger bist oder einfach nur ein bisschen den Fitness-Lifestyle liebst, bei uns wirst du alles finden, vom Anfänger bis zum Vollambitionierten. Und ich glaube, für das sind wir da, wir sind ja gerne immer persönlich da, wie du vorher gesagt hast, egal, ob jetzt mal was in Tosengang ist oder man einfach nur Info haben will. Ob das jetzt WhatsApp ist, wenn wir mal schreiben, gut, bin ich ganz ehrlich, WhatsApp ist vielleicht nicht die schnellste Anlaufstelle, aber Instagram, E-Mail, da sind wir tipptopp aufgestellt und da wirst du von uns immer Antwort kriegen, egal ob es Montag in der Früh ist, ob es Sonntag auf die Nacht ist oder irgendwann am Wochenende, da sind wir da und ich glaube, durch das punkten wir und ich glaube ganz ehrlich auch, durch das haben wir sie eigentlich so etablieren können jetzt in Österreich, weil halt einfach ein gutes Sortiment auf einen verdammt guten Kundenservice trifft und Leidenschaft da ist. Ich finde es halt geil, an so einem Tag der offenen Tür wie heute, da kommen die Leute kreuz und quer, aber irgendwie sind wir alle eins. Wir machen alle dasselbe. Aber das machst auch du als authentischer Athlet, das muss man auch wirklich sagen. Das muss ich jetzt einmal sagen, ich kenne den Fabi jetzt eine Zeit, aber auch noch nicht ewig. Der Fabi und ich verstehen uns, weil wir Menschen schon seit 10 Jahren kennen. Und das ist nicht selbstverständlich. Ich kenne auch andere Profis, die sind in der Kamera sehr nett, aber wenn du dann was sagst, dann nehmen sie die 30 Sekunden Zeit oder eine Minute und dann sind sie wieder weg. Und beim Fabi ist das was anderes, da gehst du rein. Da werde ich unterhalten. Das war beim ersten Mal schon so. Also danke einmal für das auch. Danke dir. Weil als Nachwuchsathlet aus Österreich mit so einem erfolgreichen Sportler zusammenstehe, das musst du dir vorstellen, wenn jetzt ein Formel-1-Fan vor mir austauschen geht und der Verstappen oder der Schumacher nimmt sich die Zeit und redet mit dir. Also das hat für mich schon einen riesen Push gegeben. Ich habe Bodybuilding durch den Fabi dann richtig starten angefangen, habe seine ganzen Videos, seine erste Olympia verfolgt. Das war mein erster Prep mit. Also das hat mich so immens gepusht. Also ich habe dem Fabi schon sehr viel zum Verdanken, obwohl es oft nicht so wahrhaben möchte, wenn ich es einem sage. Aber mir auch nicht bewusst ist. Nein, das denke ich mir auch. Ja. Aber wie gesagt, und ich komme so gern her, erstens, wenn du das siehst, okay, für mich ist es nicht ganz ideal, weil ich kaufe nur über Züge, aber brauchen du es im Endeffekt ja eh. Irgendwann sicher. Genau, ist halt auf Lagergut da. Aber wie gesagt, einfach einmal reden, Gleichgesinnten ein bisschen ratschen und die ganzen Sachen da sehen. Kann man sich mal die Produkte anschauen, nicht gerade im Internet, die Inhaltslisten hinten so vergleichen. Wenn wir jetzt da noch mal kurz umschauen, das ist jetzt vielleicht auch noch was für die Lifestyler. Wir haben Leitsoßen, ganz viele verschiedene, da Gewürze. Wenn du eh zum Beispiel ein Ketchup oder sonstige Sachen nimmst, nimmst du einfach die zuckerfreie Variante. Die schmecken wahnsinnig gut, da schmeckt man auch einen Unterschied. Und da spart sich schon wieder einen Haufen Kalorien, was nicht sein müssen. Da könnt ihr schon wieder eine Kugel Eis irgendwann am Wochenende essen dafür. Wenn man es jetzt so sieht. Also schaut es mal durch. Wenn es euch nicht auskennt, schreibt es mir ruhig. Ich berate dich gern. Wir verlinken natürlich auch an Fabi seinen Shop. Dankeschön. Und da schaut es mal an. Die besten Rabatte findest du auch immer. Und dann haut es einfach mal rein. Gell? So. Ja. Also. Dass die um 6 Uhr mit dem Vater noch vorbeikommen. Also, alles gut, alles gut. Dahin. Hey, bist du halt eskaliert oder was? Ja. Das ist aber nicht mehr für Prep, oder? Wie lange bist du noch auf Diät? Jetzt bin ich noch 3 Wochen bis zum ersten. Ja, die Sachen sind alle für die Jenny. Gell, das brauche ich schon noch, das nehme ich auch her. Ja, ja. Würde ich auch sagen jetzt. Boah! 2,59. War bis der, die haben nicht mehr einen Reispudding. Yeah! Let's go! We just gotta go hard. I go the hardest. Go hard. Go hard. Go hard.
aufgeregt sind. Nein, es war gut. Du, was die Leute sich interessiert, der schaut das bei mir. Jetzt? Also heute in der Früh waren es 127,8. Also ich habe schon abgelegt. Das Schwerste waren 136 Kilo wahrscheinlich. Zu Diätstart. Ich war dann zwischenzeitlich das Tiefste auf knapp 126 in der Diätstart. Das war ein Urlaube, wo wir ihn gemacht haben. Wo machst du noch von? Wo wir ihn die Messung bei mir gemacht haben. Da waren wir hübsch und dürfst. Was war das für Datum nochmal? Glaubst du das noch? Aber es mag gut sein. Das war im Mitte Juli. Ja, das kann sein. Weil das war mein letztes Abendmahl so quasi. Ja, das kann sein. Ja, das kann sein. Ja, da war ich schon immer auf die. Ja, aber da war die Form super gut. Ja, war so gut. Der Team war die, meine ich, 5,8 oder so. Ja, irgendwas mit 6% nicht einmal gesagt. Ja, relativ wenig. Und du hättest schon eine gute 10, 12 Wochen von mir gehabt, eigentlich, glaube ich. Also, wir sind relativ früh gestartet. Aber wie gesagt, viele oder die meisten wissen es jetzt. Ich werde Papa, was wunderschön ist. Und ich freue mich auf diese Herausforderung jetzt. Das heißt, mal runter vom Gas, kürzer treten. Ist auch viel Arbeit, kann ich das sagen? Ja, das glaube ich. Aber eine schöne Arbeit. Das glaube ich. Also wann und ob, das weiß ich alles noch nicht. Ja. Aber wann, dann weiß ich nur mit Patrick. Ich kann ja jetzt sagen, nach 3 Monaten jetzt ein bisschen Auszeit, runter vom Gas. Bock kommt schon wieder und das da. Und gerade jetzt, wo ich eigentlich im Wettkampf gesehen habe, wo ich mich eigentlich für Mr. Olympia qualifizieren wollte, wo beste Brunner in Alicante. Wow, das war ein geiles Match. Das wäre geil gewesen. Da war es abgegangen. Aber das ist eh, was wäre wenn, zählt nicht. Also wenn man mich wieder sieht, dann glaube ich 2025 und dann natürlich auch mit dem Anspruch, dass es deutlich besser wird wie das letzte Paket im Olympia. Schauen wir, wie es kommt. Jetzt gehört erst einmal der Bub großzogen auf die Welt. Schauen wir. Da schnappen wir uns jetzt gleich, wenn ich 25 bin, nicht Profi bin und qualifiziert bin, was ich nicht glaube, ich Schwabi. Dann bauen wir ihn selber und dann fahren wir mit dem Fahrrad. Jawohl. Ey. I got the recipe, never gon' let any op get the best of me. Not you finna make it, but they doubt it. But God did it. But you rose like the flower. Tell me what it's like to live with superpowers. I don't know, but I'ma get it. I just know that I'ma get it. So Leute, ein erfolgreicher Tag geht zu Ende bei Outfit. Jetzt gibt es mein Post-Workout-Meal. 40 Gramm Whey-Isolat, 15 Gramm Glutamin, 10 Gramm Kreatin, 1 Gramm Salz, ein paar Cornflakes. Ein richtig geiles Training mit Meier Fabi, IFBB Pro haben wir durchgehauen. Die Rahel und ich haben noch mal FOMO geschaut. Bei Tag der offenen Tür sind wir immer herzlich willkommen. Danke nochmal dafür, war richtig cool. Jetzt gehen wir um ins Auto, essen noch schnell was, fetzen heim und dann melden wir uns noch mal bei. So Leute, ein erfolgreicher Tag geht zu Ende. Ich möchte mich noch mal ganz herzlich bei meinem Sponsor Big Media und Big Motos, ganz besonders beim Sam bedanken fürs Vertrauen. Ich glaube, dass wir richtig ein paar geile Sequenzen angefilmt haben für euch. Da kommen auch noch mehr in Zukunft. Wir haben jetzt schon einige Sachen überlegt. Bleibt dran, schaut wieder beim nächsten Video und seid dabei, wenn es heißt, Gags Bodybuilding ist wieder unterwegs.